Hallo, ich bin heute wieder beim Tierheim in Hamburg in der Süderstraße unterwegs. Und zwar schaue ich mir heute ein paar Katzen an. Wir gehen heute also zum Katzenhaus. Vorher gehe ich noch zum Hundehaus, aber da bespreche ich noch was. Das heißt, das siehst du dann erst beim nächsten Video wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist auch mal ganz süß, bei den Katzen vorbeizuschauen, denn wir haben ja auch zwei Katzen zu Hause. Deswegen freue ich mich schon riesig auf die Katzen heute. Ich nehme dich einmal mit und ich würde sagen, wir gehen rein. Ab ins Katzenhaus. Ich werde schon erwartet im Katzenhaus. Dort gibt es mehrere Räume, die mit diesen riesigen Zwingern ausgestattet sind. Dort haben die Katzen wirklich ganz viel Platz zum Hoch- und Runterlaufen und man kann sie sogar auch öffnen, dass die Katzen durchlaufen können. Wie bei den Hunden ist es bei den Katzen auch so, dass wirklich sehr viele Tiere vermittelt werden, was wirklich wundervoll ist. Also gerade die lieben, unkomplizierten Hunde oder auch Katzen bleiben nur wenige Tage im Tierheim und finden ganz schnell eine neue Familie. Dass sie wirklich so schnell vermittelt werden, auch bei den Hunden. Also alles, was nett und freundlich ist, ist ganz schnell weg. Obwohl, wir haben auch wirklich Glück, nicht, mit unserer Amanda, die Diabeteskatze. Auch, ja, nicht. Also wir sind jetzt und auch Quietsche Dieter war lange bei uns. Ne? Schmuse auch, nicht. Das ist ein bisschen, wo ich dann immer sage, ja. Auch für Spiel und Spaß nehmen sich die Pfleger immer Zeit. Gerade jungen Katzen freuen sich natürlich sehr darüber, wenn sie auch ein bisschen rumtoben können. Willow heißt er, ne? Ja. Da haben wir zum Beispiel hier nochmal so ein Rondel. Da kommen dann eben halt so ein bisschen Trockenfutter, so eine ganz kleine Handvoll kommt da rein, sodass, wenn wir gehen, dass die Katze dann eben halt auch Beschäftigung hat. Schön, ja. Genau, weil am Wochenende, da sind wir ja dann auch nicht so viel da. Mhm. Also wenn wir nach getaner Arbeit nach Hause gehen. Ja, ne? Klar. Ja. Aber das heißt, die Kratzmöglichkeiten sind da, Futterspender sind da, dass sie auch selber sich noch ein bisschen beschäftigen können. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und wenn die zu zweit kommen, dann kriegen die auch entweder ein Zweier oder ich mache da, kann ich auch aufmachen. Mhm. Ne? Kann ich das auch so aufmachen. Ach, ja. Weil man stellt auch immer wieder fest, dieses in die Tiefe springen, das machen gerne so wie sie hier die jungen Katzen. Aber hier. Ach so, das ist auf. Ja, ne? Sie hat ja, genau. Nicht? Sie hat ja da im Grunde genommen auch nochmal so einen Bereich. Das machen die Jungen lieber als die älteren Tiere. Die mögen das nicht so gerne. Und die sind natürlich vom Deutschen Tierschutzbund empfohlen worden. Und da haben wir also praktisch in diesem Raum, in dem daneben und die anderen zwei Räume haben wir auch welche. Ja. Was kosten wohl solche Zwinger? 44.000 Euro. Diese Zwinger, die haben so eine Beschichtung auch drauf und ich kann das auch zumachen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Katze oder ich muss es enger machen, weil wir voll sind, so im Sommer, dann kommt das eben halt hier mit drauf. Ne? Dann kann man das auch zumachen. Ja, weil die Katze liebt die dreidimensionale Ebene. Und dass man dann sagen kann, hey, sie kann hier aufs Brett springen, sie kann hier auf das Brett springen und sie kann eben halt rauf und runter springen. Das, glaube ich, ist nicht immer überall gegeben. Nee, das ist schon natürlich echt eine ganz andere Nummer dann auch. Die Katzen haben aber nicht nur diese Zwinger, sondern auch drei Räume, die extra für sie angebaut wurden. Da kommen auch schon zwei, die kann ich dir direkt einmal etwas näher vorstellen. Den beiden waren wir gerade schon drin. Super süß, noch sehr jung und ein bisschen wild, aber total süß. Ja? Rein oder sollen die rauslaufen? Nee, ich gehe rein. Ja? Musst du dann sind sie nicht so wild. Flott sein. Okay. Ich versuch's. Du musst flott sein. Okay. Okay. Ich verklappt. Hi. Hi, Süße. Hi. Oh, wie die. Super süß, noch ganz jung, sind Geschwister und auch natürlich dementsprechend noch sehr agil, aber so süß, also auch schon zutraulich. Bin jetzt gerade erst reingekommen und dann kommen sie direkt, ne, zum Gucken. Guck mal hier, ganz neugierig. So süß seid ihr. Also das sind so Katzen, die werden bestimmt schnell vermittelt. Wir haben nicht so lange Wartezeit hier im Tierheim, ne? Ihr seid einfach zu süß. Kopfnuss. Hey. Ach, schön, so eine junge Katze auch. Unsere zu Hause sind ja doch schon ein bisschen älter. Aber so eine junge, die ist schon auch noch mal ein bisschen mehr auf Trab. Unsere sind auch ein bisschen ruhiger und die hier,
ja, spielen auch noch sehr gerne. Wer kommt da hinten? Sitzt da einfach, ne? Guckt. Wird sich selber beobachten da. Ach, ganz lieb. Den würde ich auch mitnehmen. Da müssen wir noch die anderen angucken. Weil heute schaue ich mir quasi die Katzen hier an und filme sie so ein bisschen mit für den Instagram-Account vom Tierschutz. Schau da also auf jeden Fall vorbei und siehst du ein paar Aufnahmen. Über eine Spende freut sich das Tierheim natürlich wie immer. Egal ob eine Geldspende, Futterspende oder eine Patenschaft. Ich verlinke dir alles in der Infobox. Schau da einfach einmal vorbei. Damit kannst du die Arbeit der Tierpfleger und natürlich auch vor allen Dingen die Tiere unterstützen. Okay, ich versuche jetzt rauszukommen, ohne dass einer mitkommt. Ganz schnell. Ganz schnell, ja. Geschafft. Super. Ei, hi, Schneckchen. Die Karte hängt da. Winston. Und das ist jetzt, ja, der saß in der Fundhalle. Im nächsten Katzenraum versteckt sich Winston noch ganz schüchtern im Katzenbaum. Mal schauen, ob ich ihn ein wenig rauslocken kann, denn ich möchte ja Fotos und Videos von ihm machen, um ihn auf dem Instagram-Kanal vorzustellen. Nur so können sich Interessenten ein Bild von ihm machen und sich für eine Adoption bewerben. Jetzt ist auf jeden Fall Geduld gefragt. Mal sehen, ob wir das schaffen. Also mauzen tut er schon mal sehr süß. Schwarz-weiß. Also ich meine, ich habe das Foto hier als erstes Foto von ihm. Das sieht doch gut aus. Ja, und das ist ja auch ein nahes Foto. Also ja, das sieht richtig gut aus. Der ist ein bisschen schüchtern. Hi, ach, jetzt kommst du, ne? Oh ja. Oh, schön hier mit einem großen Kratzbaum. Ach, guck mal. Da bist du ja. Da bist du ja. Hier sind auch nochmal zwei junge Katzen. Vielleicht schaffe ich es, ein schönes Foto von ihnen zu machen für die Instagram-Präsenz vom Tierschutz. Und es gibt natürlich noch viel mehr Katzen im Tierheim. Ich kann dir heute gar nicht alle zeigen in diesem Video. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, auf der Homepage vorbeizuschauen oder sogar vielleicht persönlich im Tierheim vorbeizuschauen zur Besucherzeit. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, nochmal in der Katzenstation vorbeizuschauen, wo ich beim letzten Mal schon war, wo die Katzen hinkommen, die gerade eine OP hinter sich haben oder sich einfach noch erholen müssen. Die hier haben wir das letzte Mal ja auch schon kennengelernt. Sie hat leider ihren Schwanz verloren und musste operiert werden, aber sie ist jetzt schon ein bisschen fitter und ich habe das Gefühl, ihr geht es auch immer besser. Alle Tiere, die hier sind, sind noch nicht frei zur Vermittlung. Deswegen findet man sie auch nirgends auf der Homepage oder auf Instagram. Aber sobald es ihnen gut geht und sie bereit sind, werde ich sie noch mal genauer vorstellen. Die sind nämlich hier nicht nur super süß, sondern auch sehr, sehr tapfer. Du bist jetzt auch wach. Ja, du bist jetzt auch wach. Du musst ja mal gucken, wenn die jetzt auf den Sonntag... Bitte. Ja. Der. Aktuell sind übrigens auch noch süße Welpen da, aber es hat zeitlich leider nicht gepasst, deswegen konnte ich sie dir nicht zeigen. Aber du kannst gerne auf der Homepage vorbeischauen vom Tierschutzverein, verlinke sie auch wieder unten. Da gibt es auf jeden Fall Fotos von ihnen und auch eine kleine Beschreibung. Es gibt auch wirklich immer wieder Welpen hier im Tierschutz, deswegen kann man auf jeden Fall auch immer wieder vorbeikommen und schauen. Was auch super spannend war, ist, dass ich einen Wesenstest mitbekommen habe von den Hunden. Das sind die Listenhunde und da wurde ein Wesenstest gemacht, auch mit Fahrrädern, mit Menschen mit Uniform, also Polizisten, Kinderwagen. Ja genau, es wurde quasi an ihnen vorbeigeschoben und uns vorgeschaut, wie sie darauf reagieren. Alle, die ich gesehen habe, haben super reagiert, also normal, sind einfach dann vorbeigelaufen. Aber es war einfach super spannend, das mal zu sehen. Das war es auf jeden Fall für heute. Das nächste Mal nehme ich dich wieder mit. Da geht es nämlich zu den Hunden. Und da schauen wir uns, ja, die Hunde an, die hier im Tierheim sind. Für mich natürlich ganz besonders spannend, ob da ein netter Familienhund dabei ist, der auch für uns geeignet ist. Aber das sehen wir beim nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.